Hallo, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, bei einer neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und hier zeige ich euch heute mal den 7er Premium E25 der Deutschen. Hierbei handelt es sich ja um einen TD, den es ja so leider gar nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen, alle, die ihn noch haben, sind unglaublich von ihm angetan. So auch ich, muss ich gestehen. Also, es war wohl in Summe einer der besten Premium-Käufe, die ich je bei World of Tanks getätigt habe. Und wir schauen mal, was der Loveless-Fan hier so für uns zeigt. Vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit auf den A43, der mit dem sensationellen Nickname Commander Klodeckel brilliert. Ja, aber jetzt gucken wir, wie gesagt, wir schauen. Ah ja, wir haben einen Zug erstellt mit der Arti. Und jetzt schauen wir doch mal, was er hier macht. Er spottet hier vorne erstmal, ist natürlich sinnvoll. Hat einen sensationellen Tarnwert, der E25, das muss man ganz klar sagen. Also, der kann lange Zeit sehr viel schießen, ohne dass er irgendwo aufgedeckt wird. Mit einem der besten Tarnwerte überhaupt im Spiel. Dazu verbessert das Matchmaking, das heißt, der kommt höchstens in Tier 9 Gefechte. Höchstens in Tier 8 Gefechte, so ist es. 9 sieht er nicht. Also von dem her auch da sensationell. Und hier der Typ 64. 6er Premium. Auto-Aim ist aktiv, aber der ist hier noch ein bisschen zaghaft. Der macht jetzt hier erstmal den Spotter. So, nochmal. Ich weiß nicht, was er macht. Was macht er denn? Schieß doch mal. Will er hier erstmal nur spotten oder will er da noch wirklich schießen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall sollte er den da wegmachen, weil der kann ihn auf lange Zeit schon dolle nerven. So, aber jetzt hat die Arti ihn rausgeschossen. Mit der Arti, wo er vorher den Zug aufgemacht hat. Also wird wohl der Plan gewesen sein, dass er hier nicht auf den schießt, um hier aufzugehen, sondern weiterhin den Spot durchführen zu können. Weil er deckt hier sehr viel der Karte ab, das muss man ganz klar sagen. Wenn wir nämlich mal hier den Bereich sehen, der sture Emil, der macht hier nichts. Die Artis, okay, klar, Artis und hier alles andere ist hier oben. Das heißt, wenn er hier nicht wäre, wären sie komplett hier blind. Also deswegen haben sie da hier durch ihn gute Sicht. Bringt ihnen jetzt aktuell noch nichts, deswegen dreht er jetzt mal um. Aimt auf den M6. Da war der erste Schuss. Sind natürlich hinterhalb der Gleise. So, der hat getroffen. Und jetzt kommt er hier, weil er gekettet ist, gut drauf auf die Seite. Und jetzt sieht man natürlich den Vorteil, diese extrem schnell schießende Kanone. Macht eben nicht viel Schaden, aber dafür so kontinuierlich, dass die einfach sensationell ist. Da unten ist ein Hellcat, Auto-Aim. Sitzt auch. So, jetzt hat er die ersten zwei mit Auto-Aim nach dem ersten Mal nicht treffen. Aimt er jetzt manuell. Genauso kann ich das unterschreiben, so würde ich es auch machen. Erstmal kann man ruhig mit Auto-Aim drauf, wenn man da merkt, hoppala, funktioniert nicht. Dann kann man ja noch agieren. Jetzt hat er den KV-13 toll gekettet. Und ihr seht einfach dieses Maschinengewehr. KV-13 kann ja nichts machen. Jetzt ist er nicht mehr gespottet, aber ist egal. Der hält hier einfach drauf. Ah, wie viel braucht er noch? Ja, und weggemacht hat er ihn. Einfach blind weitergeschossen, weil er sich schon dachte, der ist getrackt, da kann er nichts mehr machen. Jetzt der A43, der nicht weiß, woher ihm geschieht. Und der noch ein, zwei und dann ist auch der weg. Ja, macht er super. Jetzt der Komet und jetzt ist er erstmalig offen. ...6:8 steht es gerade. Und jetzt fährt er wohl auf den Komet drauf. Weil er ist auch noch wieselflink dazu. Das kommt auch dazu. Also dieser Panzer, bis darauf, dass er butterweich ist, hat er ansonsten sehr, sehr viele Stärken. Und jetzt im Shootout, da macht er den Komet klar. Wobei, muss aufpassen. Einen kann er vom Komet noch ab. Aber er muss nach hinten aufpassen.
wo die Su-100 ihn beschossen hat. Die hat jetzt, Gott sei Dank, hat man gerade noch so neben gehört, in den Boden geschossen. Der war wichtig. So, jetzt hat er auch bald keine normalen Munition mehr, sondern nur noch Premium. Der wird sich jetzt dementsprechend umverlagern, dass er wieder spotten kann und weiterhin wirken kann. So, und nun kann er den KV-85 beschießen. Und der letzte Schuss normal, danach wird Premium geschossen. Eigentlich nicht notwendig, aber er hat halt natürlich für die Achtergefechte, weil der Durchschlag ist sehr gering, das muss man dazu sagen. Und für die hat er Premium am Start. Kann ich auch absolut so sagen, ist absolut legitim. Mache ich auch so. Aber wenn es wie hier so ein Schützenfest wird, dann geht es halt auch dann einfach an die Munition. Aber in der Endauswertung werden wir sehen, die hat er locker wieder eingespielt, die Kosten. Und nun steht's 12 zu 10 für sie. Also noch drei Gegner sind am Start und dann war's das schon. Er schreibt auch 12 Shells, also 12 Granaten sind noch am Start. Jetzt den UI seitlich. Macht er den Krieger jetzt schon klar? Ja, 130, schön den Krieger geholt. Jetzt gibt es noch die Su. 100, die steht da hinten. Oder natürlich die Arti. Die könnte er theoretisch auch noch suchen. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich eher Richtung Arti dann gleich fahren, weil er hat so viel Schaden und so eine tolle Manövrierfähigkeit. Und der UI, da würde ich sagen, der, ja, dachten wir doch, dass das nicht lange dauern kann. So, und nun auf die Arti-Suche. FV-Arti ist natürlich auch sehr schnell, ohne Frage. Aber er ist halt extrem flink. Das ist das Tolle an dem Panzer. Man kann auch einfach mal schön die Flanke wechseln, ohne dass man da jetzt dementsprechend rumtun muss. Oder also man läuft im Spiel nicht hinterher, sondern kann es wirklich aktiv mitgestalten. Und da gibt es TDs, da ist es ganz anders. So, deckt er ihn denn hier schon auf gleich? Nee, da ist noch nix. Kann natürlich auch auf K1 dann da stehen. Durchaus möglich. Aber sollte nicht mehr lange dauern, bis er ihn erspäht hat und bis er ihn dann den Garaus macht. Natürlich könnte die FV noch klauen. Durchaus möglich. Aber da geht es jetzt wirklich rein nur noch um den Kill. Weil der Sieg ist da, der Damage ist auch gemacht. Und da ist die Arti. Auto-Aim drauf. Arti muss sich erstmal drehen. UI hat verschossen. Und der letzte. Und er macht den Kill. Ja. Angezeigt sind 5221 Schaden. Durch diese vielen Blind Hits hat er aber effektiv gemacht 5882 Schaden. Und das mit einem Tier 7 Premium Panzer, der ein verbessertes Matchmaking hat, weil vermeintlich die Kanone vom Durchschlag her unterlegen ist. Ich sag nur Hut ab, schön gemacht und diesen Schaden muss man erstmal anbringen und dementsprechend die 80.000 Netto Credits mehr als verdient und 1869 XP hat er basismäßig erhalten. Ja, also, dann war das wirklich, denke ich, eine sehr erfolgreiche Runde von ihm. E25 nach wie vor ein König unter den 7er Premium TDs. Und wenn ihr ihn euch erspielen könnt oder irgendwie bekommen könnt, dann tut es, weil es wird keiner sich dann am Ende grämen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen oder einen Kommentar immer gerne. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.